Willkommen zurück zu Half-Life 2 und weiter geht's hier. Aua. Ich weiß, ich bin nicht an der Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aber... Also eigentlich kamen Zombies, wie auch immer, auf uns zu. Aber Half-Life ist mir leider Gottes abgestürzt. Eigentlich habe ich eine Aufnahme gemacht. Diese au. Lol, wir sind zum ersten Mal gestorben. Aber das ist nicht durch so ein Scheiß. Ist doch mal die Hauptsache, oder? Okay, dann lassen wir das dieses Mal. So, Half-Life ist mir... halt abgestürzt. Mann, jetzt bin ich voll aus dem Kontext gekommen. Aber wenigstens... weiß ich jetzt, wo wir hier weiter können. Und das mache ich direkt mal. Bevor ich es wieder vergesse. Das ist einmal ein fucking Himmel. Und da ist Tor. Also der ist tot und... nein! Fuck. Na toll. Hallo. Okay. Ach stimmt, die Munition ist ja leer. Aber dafür habe ich die noch. Schöne Magnum. Wenn ich die nicht sonderlich mag, aber naja. Hä, ich hatte doch meine Shotgun, oder nicht? Wo sind die jetzt hin? Ich hoffe, das ist nur ein Fail. Jetzt habe ich eine Shotgun. Ah, da ist sie doch. Eine Granate dazu. Ist immer gut. Jetzt komme ich aber auch darüber, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Ja. Nice. Ah. Ja, mehr Munition. Mehr Munition. Ah. Zum zweiten Mal gestorben dieses Mal und das in 3 Minuten, ey. Achtung, Blutgifte. Diagnostiziert automatische Medizinsysteme. Komm jetzt aus der fucking Ecke da raus. Boah, Alter. Geht doch. So, jetzt habe ich nur noch voll wenig Munition. Hey, Kumpel. Matsch, wow, noch mehr. Komm.
Haben noch einen. Und ich glaube, die sind tot. Schön, dass ich noch eine hab. So. Ups. Wollte ich nicht. Lade da. Und weiter geht's. Yay. Bei diesen Ladedaten werde ich jetzt immer Pause drücken. Warum? Aus dem einfachen Grund. Wow. Weil es sonst für euch zu lange dauert. Also nicht Pause, Aufnahmepause werde ich dann drücken natürlich. Was wollt ihr von mir? Verpisst euch. Nein. Sterben. Was ist denn hier oben? Hier oben ist gar nichts oder was? Kistenzaun. Nee, hier oben ist echt nichts. Na toll. Da habe ich was bekommen. Hab's nur nicht gemerkt. Nein, ich glaube schon das mit. Das macht mehr Spaß. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Lustig. Okay, wohin? Muss ich denn sonst? Wieder Ladedaten. Oh, ging jetzt mal ein bisschen zügiger. Wie hier ja schon waren. Okay, jetzt habe ich echt keine Ahnung, wohin ich muss. Ich dachte, das wäre der endgültige Ausgang, aber so wie es scheint, weiß halt nicht. Hey, nicht wegrollen! Ist da noch hoch? Bock auf dich. Ups. Gehen wir nochmal hier lang. Mal gucken, vielleicht können wir ja auch noch woanders hin. Ich hab echt keine Ahnung, ey. Das ist so verwirrend. Da kommt man nirgendwo anders mehr, ne? Ah. Ich frage mich, wozu diese Tür dann da war. Einfach nur, um da durchzukommen, oder wie? Oder was, oder wo, oder wann, oder wieso, oder weshalb? Ich habe echt keine Ahnung. Ich hätte so viele Dateien haben, weil ich die ganze Zeit stoppe und wieder aufnehme und wieder stoppe und wieder aufnehme wegen diesem Ladedaten. Ich denke die ganze Zeit, hier ist eine Leiter. Oh. Da sind wir hier woanders. Weg nicht. Nee, wir sind hier nicht woanders. Sind hier immer noch an der gleichen Scheißstelle. Ah. Okay, ich werde mal gucken, wie es weitergeht. Moment. Ihr könnt mich echt für blind erklären, denn diese Tür habe ich nicht gesehen. Wenn sie relativ offensichtlich war. Schauen wir mal ein paar ein und mit. Boah.
Ist das Vieh jetzt tot oder was? Das ist vom Farbeimer getötet. Viecher nerven sowas von. Hier durch? Nee, natürlich nicht. Ja, hallo? Okay, das hier interessiert mich gerade gar nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Oh. Munition. Sonst ist hier nix. Munition. Leben, noch mehr Munition. Ah, da bist du! Endlich! Ich sende dir den Karren, Bruder. Wird gleich da sein. Geduld, Bruder. Achte auf deine Deckung. Oh yeah. Das schallt hier auch noch so schön, gell? Ist unglaublich. Oh oh. Du kommst hoch. Hallo. Tschüss. Kannst mich mal. Okay, Ewigkeiten, bis es hier ist. Und ein paar Viecher abnehmen. Scheiße, das Vieh aussieht, ey. Fast geschafft. Handbremse, Bruder, lass sie los und komm runter. Boah. Drüben. Drüben. Wo auch immer ich hier bin, aber er sieht ziemlich sicher aus. Also er fühlt sich sicher. Hoffe ich doch mal. Sei gegrüßt, boah. Bruder. Endlich begegnen wir einander. Hi. Du solltest versuchen, meine Fallen zu umgehen. Sie sind das Werk eines Mannes, der früher müßig Unheil schuf und nun allein für das Seelenheil anderer lebt. Du hast sicher wenig Lust, in Ravenholm zu bleiben, also zeige ich dir den Weg zu den Minen. Okay. Was mich angeht, ein Hirte muss seine Herde hüten. Vor allem, wenn sie in Aufruhr ist. Ja, das stimmt. Folge mir, Bruder, doch sei behutsam. Dies ist heiliger Boden. Okay, ja, aber bevor wir dies tun, verabschiede ich mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Part. Tschö.